Willst du eine Made mit mir zusammen essen? Wenn du sie geteilt kriegst und sie mir in den Mund schiebst jetzt? Eins, zwei, drei. Dschungelprüfung. Immer. Ah, und nicht rausgewürgt. Im Chor. Im Chor. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Jetzt geht's noch zur großen Base. Die wollen wir auch nochmal weg haben. Um den Neubau nochmal mitzuerleben und vielleicht nochmal Solarzellen abzugreifen. Oder diesmal vielleicht auch mal ein Windrad. Nehmen wir auch gerne. Ja. Oder mal einen Jägerparker. Oder doch nochmal eine. Hier. Wie heißt der Helm? Helm. Helm. Tür aufmacht Ding. DKE-Brecher. Haben wir. Zwei Granaten, einen Molly haben wir hier. Soll ich noch einen Molly machen? Oder wie, oder was? Hier sind auch noch zwei Granaten, hatte ich noch hergestellt. Da oben drin sind zwei Granaten, einen Molly. Könnte noch... Nee, wenn, dann nehmen wir nur Granaten. Ja? Vier Granaten habe ich jetzt in der Tasche. Bei den Molly können wir ja trotzdem mitnehmen. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar Claymores. Ansonsten stelle ich noch zwei Granaten her. Okay. Ja, können wir auch mal. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Granate, Eisen und Kupfer. Damit ist unser Eisen erstmal, was wir eingeschmolzen hatten, so gut wie aufgebraucht. Okay. Und wir haben viel Schießpulver verbraten. Naja, das kriegen wir auch wieder. Dann ist doch 270, das ist echt nicht viel. Warum hat denn so viel? Nee. Kupfer 220 und Eisen 33. Aber wir haben, glaube ich, noch 200. Blub, blub, die einschmelzen. 240. Ja. Jetzt schmilzt noch. Ja, gehen wir mal gucken, was uns da bescheren. Vielleicht haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen. Hast du genug Erste-Hilfe-Kits oder soll ich dir noch welche machen? Sieben habe ich. Ach so, na denn. Die sollten reichen. Aber ich habe nur drei. Ich habe mir gerade nur eins rausgenommen, weil ich nur zwei hatte. Ach so, soll ich mir sicherheitshalber noch eine Spitzhacke bauen? Ja, ich habe anderthalb. Der blubbert hier oben. Unser Waschbecken. Ja, der Tank ist an. Schön. So, bereit? Ja. Hast du alle? Hast du die Granaten? Ja, sechs Granaten in Molly. Hast du auch in der Tasche, ja? Ja, und noch eine Spitzhacke und noch eine halbe Spitzhacke und die Waffen sind repariert und meine Klamotten sind repariert und diesmal gibt's keine Schimpfe von Mama. Doch, vielleicht schon. Vielleicht, ich hoffe nicht. So. Oh ja, schönes Wetter, bisschen windig, angenehm, herbstlich. Kiste. Tasche. Ja, und dann müssen wir uns ja langsam wieder darauf vorbereiten, Glassachen zu organisieren. Und ja, ein paar Sachen vorzubereiten, dass wir dann im Winter wieder in den Westen gehen, ne? Mit den Quads am besten. Über das Eis. Ja, Globa, die waren ja komplett repariert jetzt schon, oder? Ja, die, also komplett würde ich jetzt, bin ich nicht sicher, aber repariert auf jeden Fall. Und wir haben auch schon Alkohol hergestellt, dass wir uns ein bisschen Benzin machen können. Also das ist alles eigentlich in Vorbereitung. Ja. Darf bloß nicht, sollte bloß nicht zugefroren sein, weil sonst können wir am Pool nicht weiterbauen. Heute, wir können den Pool ja aufs Frühjahr schieben. In-Game-Frühjahr. Ja. Und machen einfach, sag ich jetzt mal, den Rest am Haus fertig. Also an der Bude, dass wir das mal organisieren, da, dass alles schön steht, dass wir vielleicht auch noch eine schöne Ecke haben, wo wir sitzen oder. Keine Ahnung. Wir brauchen kein Holz. Doch.
Jetzt brauchen noch nicht. sehr viel Holz für das nächste Projekt. Ja, das stimmt. Aber das brauchen wir ja nicht jetzt holen, wenn wir springen gehen. Ah, was wir in der Tasche haben. Willst du eine Made mit mir zusammen essen? Wenn du sie geteilt kriegst und sie mir in den Mund schiebst jetzt? Eins, zwei, drei. Dschungelprüfung. Mama. Oh, ah, und mich rausgewürgt. Im Chor. Im Chor. So, dann gucken wir mal. Ich bin ja mal gespannt. Ach, wir haben nachts ja nicht geguckt. Bin echt wieder gespannt, wo die zwei Basen sich dann aufstellen. Die erste müsste eigentlich schon wieder irgendwo stehen. Theoretisch ja. Weil beim letzten Mal ging das wirklich sehr, sehr schnell. Oh, Eisen. Endlich Eisen. Stimmt, jetzt sind ja wieder die Fasern und die Heilkräuter wenig. Ne, jetzt noch nicht. Doch, hab ich schon. Und braun sind sie schon. Ja, braun ja, aber die Menge ist immer noch mehr, oder? Glaub nicht. Hast du einen Dietrich dabei? Nee. Ich will ja jetzt ja nicht hier einen Spaziergang machen. Doch. Meinst du? Vielleicht sehen wir durch Zufall schon die neue Base irgendwo. Im Aufbau. Ja, wenn, dann wäre wahrscheinlich so in östlicher Richtung noch mit das Einzige, was ich mir so vorstellen könnte. Das Einzige. Weil da ist am meisten Platz irgendwie. Ah ja. Wahrscheinlich setzen die sich eh wieder alle ganz dicht zusammen. Ja, jetzt war das ja schon wirklich dicht aneinander. Ja. Jetzt haben wir eine im Delta in Richtung Westen. Eine haben wir auf der Insel da drüben, die ist auch okay. Ja, die kann da bleiben, die war schon immer da. Die kriegt er auch am wenigsten auf den Sack irgendwie. Oh, exakt nicht. Oh, naja, da war in letzter Zeit so enttäuschende Zeug drin. Ich bin ja eher schärfer auf die Flugzeuge. Ja, das hatten wir gerade erst. Ja. So, dann werden wir den alten Bunker mal sprengen. Ist da keiner draußen von den Kumpels? Doch, ich sehe ihn. Da, ja, stimmt. Vielleicht kriegen wir den ja schon. Oh. Ja, kriegen wir. Oh, alle. Oh. Alter Schwede. Ey, wir wissen nicht so viel. Oh. Ich hätte ihn auch getroffen. Ich will's. Nächstes Mal komme ich erst, wenn du alle Dallinien frei gemacht hast. Aber du meckerst ja mal, dass du so wenig Muni hast und ich habe genug. Deshalb. Zack. Ich hab zwei. Ich hab einen und der zweite liegt ja da vorne. Muss mich mal kurz ein bisschen gemütlicher hinsetzen. Der ist da direkt am Busch umgefallen. Ja. Was die Frage, warum sie ihre Claymore. Bestimmt getarnt. In so einem Farn. Schöner Bunker, ey. Ja, ist doch der alte, ne? Ne, hab ich nicht. Ja, das ist nicht der neue, ne. Nicht davon. Oh, nicht. Ja, gehen wir hier hin oder andere Seite? Ist nicht hier? Mal mach. Also den Türbrecher hast du ja eingepackt, ja, oder? Bin dabei. Bang! Da geht da raus, der Hund.
Durch den Nebel hat er geschaut. Ich sehe nicht durch den Nebel. Warte doch ab. So, brutzeln sie schön. Meine Brandmunis. Na, Kumpels. Bist du schon oben? Nee, ich bin unten. Achso, ich bin oben. Tja. Wo kommt doch? Hallo? Hier ist nichts. Bleiben sie denn? Der war sehr dicht. Der kam von hinten. Ah. Irgendwie fliegen hier ein paar. Huh? Wo ist der denn? Wo kommt er her? Hier bist du. Hinter uns. Hinter uns war er. Fett. Draußen waren 4 und hier waren 5 jetzt gerade, oder? Ja. Warum ist hier keine Tür und eine Kiste? Hier war noch nie eine Tür und eine Kiste, nee. Der Biest. Nee. Oh, der Claymore. Schon wieder. Geil. Die dritte. Die in der Werkbank war? Ja. Das ist krass. Das ist schön. 2. Na gut, wir könnten hier jetzt noch schmelzen und all so ein Kram, aber dauert das so lange. Wie lange wollen wir denn hier bleiben? Na, nicht lange. Siehst du? Ja, ja, aber wir sind ja noch eine Weile beschäftigt. Mach doch was drin. Wenn du willst. Ach, scheiße. Könnte noch was braten, oder? Nee, die haben keine Kochutensilien drin. Ach, die sind noch nicht so ausgestattet, siehst du mal. Ja, hast du einen Kühlschrank und so? Ja. Na gut, die könnte uns noch. Hier ist noch eine Claymore drin, in der Werkbank. Oh, dann haben wir schon 4. Ja, geil. Ah, dann guck ich mal hier rein, in die Kiste. Oh, gefütterter Stoff, 3-mal. 2 Legierungsbleche, 4 Legierungen, Kleber, meine Muni, deine Muni. Hier und den Rest kannst du rausnehmen und du darfst telefonieren, mein Schatz. Oh. Da haben sie schon drauf gewartet. Ja. So, brat hier noch ein Fleisch durch und dann? Mach mal. Aber ich habe nicht mehr viel Plätze. Ich habe noch ein paar Wände. Und da wir tauschen ein bisschen umher. Ja, ein bisschen. Ich habe hier noch ein bisschen von deiner Muni. Hab auch noch was für dich. Die. Ansonsten, keine Ahnung, brauchst du irgendwas? Willst du 2 rohe Eier essen? Ich habe gerade ein Ei gegessen, ich bin immer voll. Och. Hier, du willst Erze, wa? Brauchst du Blaubeeren? Nee. Zeig noch 4 Plätze. Erze haben wir stacked. Scheint alle gut zu sein. Naja, wo fangen wir an? Oben, unten, oben war. Oben, bei der ist oben war. Oh, hier sind auch noch Erze drin. Jetzt sollte endlich keiner mehr kommen, wa? Nee, das glaube ich auch nicht. Außer, dass vielleicht doch nochmal vom Angeln einer zurückkommt, aber. Hier ist die Tür. Ah, ja, wir oben müssen wir erst rausholen. Biosprit. So, gib mal her die Granaten. Ich hab die nicht.
Was? Du hast zwei Sack im Ziel. Hat mich berührt, mein Leben. Naja, wie immer. 44. Das können wir. Mit der Spitzhacke stumpf auf eine Stelle hauen, das können wir. Aber zum Abschluss vielleicht nochmal was Schönes. Also die würden sich qualifizieren, wenn sie noch eine Solarzelle drin lassen, oder? Ja, aber haben sie nicht erstmal drei Eisenbahnen? Kleber. Tja. Und dann verließen sie ihn. Der Rest ist deins. Und nicht schön. Und nicht schön? Ja, aber da kannst du bestimmt was mit bauen noch. Sind Erze. Sollte ja alles decken. Dass die hier leider keine neuen Erze auch drin haben, ja? Als Loot so. Das kommt bestimmt noch irgendwann. Schade. Ja, aber das hätte ich schon längst mal als Patch nachgeschoben oder so. Ja, auf jeden Fall. Weil das wäre ja schön. Und wenn das bloß 6 oder 7 Stück sind, ja? Aber dann hat man schon mal ein bisschen was. So, next door. Aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wird ein bisschen was kaputt gehen. Ich sprenge, ja? Ja, ja. Upsi. Ich hab's geahnt. Eieieiei. Ja. Haben wir noch einen Boden? Aha. Die alte geht immer döller kaputt. Naja, weil die so doof angebaut ist, irgendwie übereinander, so komisch. Die nimmt von oben schon so viel Schaden. Wird nicht besser. 1, 2, 3 Eisenbahn. Schießpulver. Muni. Hm. Tja. Nee, ist nicht mehr so ergiebig. Hoffentlich kommt jetzt wieder eine neue. Ich finde, in der alten ist der Loot immer ein bisschen schlechter. Ja, ich glaube, das macht den Unterschied. Einbildung. Das ist eine doofe Stelle zum. Soll ich anfangen? Ja, ja. Eieiei. Kommt schon. Die ganze Decke runter. Das scheppert aber hoch, ey. So, letzte Kiste. Jetzt noch mal ein bisschen, komm. Irgendwas schön. Obwohl, Regierungsblech und Eisenbahn. Eisenbahn, genau, Eisenbahn. Ist ja schön. Schon schön. So, 1, 2, 3 Glasplatten. Scheiß Kleber. Kleber ist gut, brauchen wir. Haben wir nicht? Haben wir nicht. Okay. Nee, aber 3 Glasplatten. Viele Nägel. Ja, ja. Ich hab auch schon wieder 100 oder so. Mit Foto wieder? Nö. Wir müssen hier rum raus nur. Okay. Ich mach kein Foto. Machst kein Foto? Nö. Freut nicht. Komm. Achso, die Claymore. Liegt hier nicht, wa? Von hier. Wir gucken hier. Das ächzt und stöhnt. Das ist schön. Wie das einstürzt so. Könnte noch ein bisschen geiler einstürzen, weil jetzt ist fertig, war und steht immer noch alles. Da, hinter mir. Und.
Ey, warum geht der schon wieder nach? Nach eben mal schießen, ey. Ich hasse das. Vielleicht alle. Nee, nee, das ist das mit dieser Muni. Wo sind die denn? Schon wieder lädt der nach. Ich mach nichts. Alter. Ja, der stirbt alleine. Brauchst du ihn nochmal schießen? Naja, mag ich nicht. Das ist immer, wenn ich die Brandmuni bei hab. Scheiße. Scheiß, bumm. Weg. Das war's. Ja. Hast du schon irgendwie einen Rucksack oder so? Nee. Ich stürze mich schon auf die Kiste gerade. So, zeigt mal her, was ihr habt für uns Schönes. Ja. Waffenteile. Super. Vier grüne Röhrchen. 7 Eisenfragmente. Muni für dich, ein bisschen Muni für mich, 5 Kleber, 3 Metallschrott, 4 Riegel. Oh, hier kannst du noch ein bisschen nehmen. Die Kisten sind ja meist noch schlechter als die Dietrich-Kisten, ne? Ja, die ist wirklich, also hier war. Ja, die 4 Röhrchen brauchen wir. Ja, dann haben wir die auch erledigt. Oder man ist eben schon so verwöhnt, dass man sich ja nicht mehr freut. Alle. Tja, was scheppert und knirscht nicht mehr, oder? Nö. Sonst bricht die ja immer noch so zusammen ein bisschen. Haben wir letztes Mal schon gehabt. Das tut nicht. Schöne Solarzelle hier oben. Na, bau ab, kletter hoch. Da, die beiden Windräder. Tja. 3 haben sie hier, 3. 2 Solarzellen, wieso habe ich die andere sehe gar nicht. 3. Aber mehr kann ich nicht sehen. Nee, knirscht nicht diesmal. Die wird wahrscheinlich zack, bumm, irgendwann einfach so wechseln. Morgen. Ja, aber die neue, komm, wir gucken da mal beim See. Vielleicht können wir, wenn wir auf den Fels klettern, irgendwo schon was entdecken. Oh. Jetzt geht was. Ja, ja. Es geht viel, eigentlich sind wir rausgegangen. Sind wir die Claymores da hinten? Beide Claymores, ja. Ja. Okay. Gut, dass wir auf der Seite angekommen sind und trainieren sind und wieder raus. Ja, ja. Oh fuck, wir haben Angriffszeit. Ich kann mit meiner Waffe. Soll ich. Nee, war. Okay. Dann garen wir uns gleich. Aber ich kann nicht mehr. Ich kann noch. Ja, dann mach mal. Garen. Oh, die Sehnen sind rausgefallen. Oh, Sehnen, okay. Da, hier, gab's so ein Gammelessen, das kann raus. Ja. Sehnen. Fett geht nicht mehr. Warte. Ich kann. Da waren nur 3 Sehnen drin. Ja, waren nur 3 Sehnen drin. War ein dünner Elch. Sehnenloser Wetter, ja. Aber ich würde denken, wenn, dann ist die hier irgendwo. Okay, na dann halt auch schon. Cool noch. Na, aber hier in dem Gebiet ist eben noch nichts, also jetzt nichts mehr los. Puh, warte. Weil die wird sich aber nicht in Süden setzen, oder? Tja, ich weiß es nicht. Wohl, mit der waren wir auch so ein bisschen überrascht. Wo die jetzt auf einmal stand, die große. Ich muss mir mal noch kurz die Hände waschen. Ja, dann gehen wir mal so in Richtung Nordosten zurück, weil von hier ist jetzt erstmal nichts zu sehen. Oder die ist vielleicht noch ja nicht im Aufbau. Aber war ja. Letztes Mal war der auch so.
Ja. Ja, da hatten sie am, ich glaube am nächsten Tag war das, ne? Da hatten sie schon eine Foundation, Ja. eine Treppe. Ganz überraschend. Dann gehen wir mal da oben lang zurück, nach Hause, wo davor die große Base stand. Vielleicht fällt uns da noch mal was auf. Gut, wird das Duster, aber egal. Machen wir trotzdem noch. Dann werden wir uns demnächst mal eine Taschenlampe bauen, oder? Ja, das hatten wir auch noch nicht. Ganz zum Doch, Anfang hat man, ja, ganz zum Anfang, ja. Hier sind noch zwei Beutelchen. Ich kann mal gucken, ob ich noch was mitnehmen kann, aber. Oh, Heilkräutersamen. Willst du Heilkräutersamen mitnehmen? Ja. Naja. Ich will's auch schon, ne? Ja, Heilkräutersamen? ich. Hier. Nee, ich kann auch nicht mehr. Ich kann Waffenteile Doch, ich nehmen. kann immer Also Heilkräuter rauswerfen. die einfachen Waffenteile könnte ich nehmen, Bretter Warte. könnte ich nehmen, Seile, Ja, hier. Metallschrott, gelbe Fischöl, Nee, Benzin. Zahnräder, Benzin kann ich nehmen, ja. Ja, und ansonsten Dann habe ich wirklich schon wieder hier vier Pulver. Plätze, ist okay. Stapeln sich die Wölfe? Und der Bär? Alter, was kommt ab durch die Mitte? Wird ansonsten hilft ja nur mal auf die Map zu gucken, wa? Und zu Ja. sehen, da irgendwo ein Lagerfeuer haben, was vielleicht kein grünes Licht hat. Ja, wir gehen jetzt so nach Aber Hause. jedenfalls nicht. Ja, naja, machen wir. Der Sonne entgegen. Blendet schön. Ist mal groß und orange, die Sonne. Naja. Auch schwer zu sehen, wa? Wenn du direkt dagegen hast, ist so alles so dunkel um dich rum. Die rote Sonne von Barbaras. Flippers, oder? Ach, geh weg. Musst du immer deine abgestandenen Wölfe bei mir lassen. Erst Ja. ausgespielt und dann kommt er zu mir. Düster. Der rennt ja immer noch. Ja, und wie er rennt und ganz hungrig. Ich mag das gar nicht da im Dunkeln. Huch. Weißt du, wo er noch sein könnte? Nee. Hier? Da drüben an dem kleinen Tümpel, auf der anderen Seite. Aber da gehen wir Aber jetzt nicht jetzt hin. nicht mehr im Dunkeln. Warte mal, lass uns mal auf die Map gucken. Der Wolf ist ja weg. Guck mal kurz auf die Map. Hier sind mehrere Mal gucken. Wölfe. Gucken. Ah, siehst du? Direkt südlich von uns, Richtung Gebirge, über dem Tümpel. Also unter dem Tümpel im Prinzip, im Süden, da ist ein Feuer. Da Ja, aber da könnte ist wirklich. kein Licht. Nee, momentan nicht, nee, stimmt. Scan, Oh, jetzt ist ich ganz muss hell. nochmal. Oh, der Mond macht aber richtig hell. Müsste man beobachten, ob da. Oder wir gehen da hin jetzt im Dunkeln. Nö, im Dunkeln Nee, nicht. Ich glaube wenn es nicht. so schön hell ist, nur gucken. Das Nur können wir auch kurz im so. Hellen machen. Na Das gut. ist mir nicht mit vollen Taschen jetzt. Und dann fällt man doch mal irgendwo runter. Wir fallen dann nirgends runter, was sagt man? Ich bin schon öfter gefallen, du auch. Ja. Wo ist der Mond überhaupt? Rechts? So eine helle Nacht. Ach da, jetzt sehe ich. War hinter den Bäumen versteckt.
ja mal gespannt, wo sie kommt. Guck, unser Leuchtfeuer im Fenster ist auch an. Ja, sieht schön aus. Oh. Kumpel. Ja. Wir kommen ja nicht dazu, in die Fallen zu gucken, oder? Nee, geht jetzt nicht. Alle zu hungrig. Oh, der Mond. Schön groß. Wir sind bestimmt schon. Wir sind noch nicht kaputt. Mm-mm. Aber. Aber ist nichts Lebendes mehr drin. Die kann man nicht mehr hinpacken jetzt. Naja, bei uns machen die Fallen momentan irgendwie keinen Sinn. Nee. Wir müssen das so fangen und schießen. Vier Claymores haben wir. Geil. Und keine davon selbst bezahlt. Nee. Aber Gegenangriff kommt der jetzt nicht. Weil nee. Er nicht bringt Base. Dann hätten wir mal wieder Zeit. Nee. Wir müssen jetzt ein bisschen Schießpulver sammeln. Wir müssen damit mal ein paar Tage auch wirklich looten. Ja, das können wir auch. Eine Runde um See mal gucken, so was wir so zusammenkriegen. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Vielleicht brauchst du noch die Fernbedienung für dein Quad. Nö. Nee, immer noch nicht. Ich finde die unnütz. Du musst nur absteigen. Geizig zu. Nee, ich mach die Tor auf, bevor ich drin aufsteige. Da muss ich nicht absteigen. Bin noch schlau. Nach oben war? In der Kiste, oder? Funk. Wir haben keine Funkgeräte. Oder? Doch. Hast du die sammelt? Ja? Ein Stück, ja. Boah. Natürlich. Wir haben auch schon wieder 31 gefütterter Stoff. Das erfreut mich auch ein bisschen. Wir haben noch 336 Kalium einzuschmelzen und 270 Kupfer. Na, dann mal los. Nein. Hauen wir schon mal drin, ein bisschen. Ja, da ist ja auch noch was drin, oder? Oh, 107 Eisenfragmente rausgekommen schon. Das sind auch noch 135 Kupfer. Ach du Scheiße. Wir haben echt noch einen Haufen von den Dingern einzuschmelzen. Na, ist doch schön, dann müssen wir mal das Ding scharf machen. So, gut, dann machen wir Schluss für heute. Und dann sehen wir uns bald wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.